Hallelujah. How many love the Lord Jesus? Halleluja, Halleluja. Wie viele lieben den Herrn Jesus? Wie viele sind glücklich, im Haus des Herrn zu sein? Wie viele sind bereit für das Wort Gottes? Ich möchte einfach euch allen Heiligen danken, hier im Saal und die Braut um die Welt herum, die sich eingeschaltet haben, die zuhören. Gott segne eure Herzen. Ich möchte allen Reden auch danken, die mit uns waren die ganze Woche. Amen. Das ist der vorletzte Gottesdienst. Das ist der eine Gottesdienst vor dem letzten. Und morgen haben wir den Abschlussgottesdienst. Aber heute Abend, haben wir ein großes Vorrecht, Pastor David Gonsalves von der Florida Christlichen Gemeinschaft in Johannesburg, in der Republik von Südafrika, unter uns zu haben. Und dass er das Wort Gottes hervorbringen wird. Und was für eine Segnung. Halleluja. Und ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass Gott vor Grundlegung der Welt, der allmächtige Gott, Pastor David Gonsalves auch ausgesucht hat, für diesen Gottesdienst auserwählt hat. Und wir beten für ihn, dass Gott ihn salben wird. Und lass uns ihn willkommen heißen. Und glaube, dass er durch ihn zu uns reden wird. Singt es noch einmal. I shall forever lift my heart to Calvary, to view the cross where Jesus died for me. Halleluja, preis dem Herrn. Ich bringe euch Grüße im kostbaren Namen des Herrn Jesus Christus. Und welch ein Vorrecht es ist, mit Heiligen des gleichen kostbaren Glaubens zu sein. Und ihr dürft euch alle setzen für ein paar Minuten. Ich möchte den Sängern danken, dass sie auch die Plattform auch für mich schon gebildet haben. Ich schätze das sehr und ich sage immer wieder, wisst ihr, singen und Gott zu preisen ist einfach nur eine Chorprobe für den Himmel. Weil wenn wir da auf die andere Seite kommen, ist es 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, den Herrn anzubeten. So sehr, dass sogar die Pfosten des Tempels gebebt haben. Ich denke, also wir Prediger haben nicht unbedingt so sehr eine Arbeit als Prediger, aber singen und anbeten, ja. Und ich bringe euch Grüße von meiner Frau, meiner Familie und der Gemeinde in Florida, in der Republik von Südafrika. Wir sind immer dankbar, dass der Bruder Samuel diese Inspiration gab, diese Versammlungen anzusetzen. Und nur die Ewigkeit wird zeigen, was diese Versammlungen beigetragen haben, dazu den Charakter von Christus in uns zu folgen. Ich möchte dem technischen Team danken, unsere Schwester Asiedu, die uns auch so gut gekümmert hat und uns gespeist hat und dass alles in Ordnung ist. Und wir möchten euch allen danken. Gebt ihnen einen herzlichen Applaus. Und ich möchte auch allen anderen Konferenzsprechern, die vor mir waren und eine Grundlage gelegt haben, danken. Einige Freunde von mir. Ich habe hier auch einen Freund hier, Bruder Nolan. Und dann habe ich Pastor
Ronnie Melevo, alter Freund von mir, und auch Pastor Peter Chandler. Es war wunderbar, Gemeinschaft zu haben um das Wort herum. Und ich glaube, wir haben eine göttliche Verabredung. Wie Pastor Samuel sagte, Gott hat diese Versammlungen vor Grundlegung der Welt auch vorherbestimmt. Deswegen seid ihr nicht zufällig hier. Also denkt das gar nicht. Legt das zur Seite. Ihr seid hier, weil ihr eine Verabredung mit dem Übernatürlichen habt. Ich glaube das, dass ihr nicht hier seid. Hier sind, unsere Zeit abzusitzen, aber auch einen Nutzen daraus zu ziehen und dass wir erkennen, wer wir sind, warum wir hier sind und wohin wir gehen. Preis dem Herrn. Und es ist gut, heute Morgen sage ich eine Ankündigung, dass Russland bereit ist, eine seiner größten Interkontinental-Raketen einzusetzen. Seht ihr, diese Versammlungen sind wirklich so zur rechten Zeit angesetzt, weil die Einladung ging raus, kommt, denn alle Dinge sind bereit. Wisst ihr, es sind Menschen, die machen Dinge, die sind Menschen, die machen, dass Dinge auch geschehen können. Und Pastor Samuel ist einer dieser Menschen, die Inspiration bekommen, um auch zu etwas tun, damit etwas auch zustande kommt. Und da gibt es andere, die sitzen einfach nur da und die schauen zu, wie etwas geschieht. Und dann, die sitzen am Zaun. Und dann, wenn auf einmal die Braut gegangen ist, werden einige fragen, aber sollte da nicht eine Entrückung sein? Und man wird ihnen sagen, ja, die Braut ist schon gegangen. Und heute Morgen oder heute Abend sind wir hier, um etwas zu geschehen zu lassen. Die Bibel sagt in Hebräer 11, wenn er über die Helden des Glaubens spricht, so waren Menschen, von denen derer die Welt nicht würdig war. Gideon und Simson, Barak und Jephtha, das sind Menschen, von denen die Bibel schreibt, die Welt war ihrer nicht würdig. Aber Gott sagt, es wurde ihnen nicht gegeben, zur Vollendung zu kommen, sondern Gott hat etwas für uns vorherbereitet, dass sie ohne uns nicht zur Vollkommenheit kommen würden. Gott sah es hat es für angebracht gehalten, uns nicht in den Tagen von Moses, Irenäus oder sonst irgendjemanden zur Welt zu bringen, sondern in dieser Zeit des Abschlusses, wenn es zum Höhepunkt kommt. Wisst ihr, wenn ihr in einem Konzert seid, da ist es am Ende vor dem Crescendo, ist es ganz kurz ruhig und dann, wenn es vorbei ist, dann gibt es einen stehenden Applaus. Und dann, als Bruder Branham hinter dem Vorhang der Zeit war, sagte er so, wir warten darauf, wir ruhen auf dich und sie warten auf uns. Und deswegen, was für eine Reise hatten wir seit Sonntag. Heute ist der 7. Tag, aber heute ist der 8. Gottesdienst. Pastor Ronnie Melevo hat schon angefangen mit, komm, denn alle Dinge sind bereit. Am Montag kam der Apostel, hat gesprochen über die geheime Entrückung über die übernatürlichen Gemeinde oder übernatürlichen Braut. Und ich glaube, nicht der natürlichen Gemeinde, aber übernatürlich. Ich glaube, wir sind übernatürlich. Seht ihr, das Evangelium wurde geboren mit dem Übernatürlichen. Das Evangelium kam mit dem Übernatürlichen. Und alles um uns herum ist übernatürlich. Halleluja. Und wir dienen einem übernatürlichen Gott. Und wir wandeln nicht, wir gehen nicht nur im Schauen, aber im Glauben. Und wenn wir ins Haus des Herrn kommt, müssen wir dann sagen, Herr, sprich zu mir, ich möchte von hier eine veränderte Person sein, wenn ich von hier gehe. Gott hat seinen Teil getan. Wir haben gehört, wie Pastor Peter Chandler gestern gepredigt hat. Alle Dinge sind bereit und wartet auf die Braut. Und die Braut sagt, Gottes Wort wird nicht leer zu ihm zurückkehren. Wir müssen bereit werden. Aber es wird den Zweck und die Absicht erfüllen, wozu Gott es gesagt hat. Und Gott hat einmal den Propheten gesagt, zu sagen, das Wort ist in der Braut, so wie es in Maria war. Und es ist wiederum ein Volk im Lande, welche unter ihrem Botschafter sein werden. Nicht vielleicht, aber definitiv sein werden. Diese schlussendliche Stimme zum letzten Zeitalter. Und wenn es nicht du bist, dann wer? Und wenn nicht, jetzt, dann wann? Und wenn nicht hier, dann wo? Gott hat diese Versammlungen angesetzt, damit wir zu einer Erkenntnis kommen, dass dies, Bruder und Schwester, die Zeit ist. Und dann Pastor Nolan Dominik hatte gesprochen über die Braut muss zur Vollkommenheit gelangen.
Weil das wird, Vollkommenheit wird die Auferstehung dann auch auf neuen Deutsch triggern oder auslösen. Und dann kam der Apostel nochmal, hat gesprochen über den königlichen Samen Abrahams. Nicht der gewöhnliche und natürliche Samen, aber der königliche Samen Abrahams. Dann hat Bruder Fee gesprochen über den letzten und schlussendlichen Ruf. Der Engel sagte, und der Geist sagte, wer ein Ohr hat, hören, lass ihn hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Wisst ihr, wenn ihr einen Flug nehmen sollt am Flughafen und sie deinen Namen rufen und du nicht deinen Namen hörst, wenn man dich rufen sollte, weil du verspätet bist, dann werden sie dich nicht mehr mitnehmen. Du kannst kommen und klopfen und heulen, sie werden dich nicht mitnehmen. Auf deiner Bootkarte steht dein Name steht drauf, und um die Uhrzeit schließt mir das Gate. Du musst bereit sein. Und ich sehe, wie sich die Türen schließen. Die Tore machen sich zu. Wir müssen bereit werden. Und Pastor Chandler hat uns auch erinnert, nicht nur, dass alle Dinge bereit sind, aber dass wir bereit sein müssen. Und heute Morgen haben wir gehört über das Ende aller Dinge. Das Ende der leidenden Natur. Das Ende dieser von der Bosheit. In Römer sagt uns die Bibel, dass die ganze Menschheit seufzt und stöhnt auf die Manifestation der Söhne und Töchter Gottes. Das ist die Zeit der Manifestation. Das heißt, alle Dinge, wir sind am Ende aller Dinge angelangt. Aber da ist eine Braut. Halleluja. Welche das Wort sprechen wird. Halleluja. Amen. Und also heute, dass jetzt der achte Gottesdienst ist, will ich zurückgehen zum ersten, weil der achte Tag ist der erste Tag. Wir glauben das doch, oder? Deswegen würde ich auch fortfahren und sagen, kommt nun, denn alles ist bereit. Bis in der jüdischen Tradition ist es am achten Tag, dass die Babys, die Jungs beschnitten werden. Erinnert euch, Jesus, als er in den Tempel kam, war es am achten Tag. Und da war Simeon. Und welche vom Herrn die Zusage bekommen hat, dass er nicht den Tod sehen würde, bevor er den Christus, den gesalbten Herrn, gesehen hatte. Und an dem Tag kam er, getrieben vom Geist, in den Tempel. Und da gingen dann allen anderen Müttern mit ihren Babys vorbei. Und dann hielt er vor Maria an. Gingen allen anderen Müttern mit ihren Babys vorbei. Hat das Baby angeschaut, nahm sie die Hände, hat es gesegnet und sagte, Herr, nun entlässt du deinen Knecht in Frieden. Und nun sind wir am achten Tag. Und dann am Tag, die Auferstehung war am achten Tag und auch Pfingsten war genauso, 7 mal 7 Wochen, 49 Tage, der 50. Tag war der achte Tag dann. Und er sagte, geht hin und wartet, bis ihr angetan wird mit Kraft aus der Höhe. Das ist wirklich offenbar, ich meine Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen seid. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Judäa, Samaria und bis an die äußersten Teile der Welt. Und ich glaube, Pastor, wir können heute sagen, dass diese Schriftstelle erfüllt ist. Weil er hat die Offenbarung empfangen, dass dieses Evangelium, diese Botschaft zu jedem Volk und jeder Sprache, Nation gehen muss. Und ich weiß, dass meine Brüder tun übersetzen. Ich habe Bruder Sam Gupaka, ist mein Freund von mich, und wenn du da bist, mein Freund, Gott segne dich, Pastor Eisel und die anderen und auch die über Dolmetschen, Gott segne euch für eure Liebeswerk. Und ich möchte nicht zu schnell aufgeregt werden. Ich habe ein schönes Gedicht gesehen, ich bin darüber gestolpert, ich glaube, es nennt sich das Gebet des Predigers. Ich bitte nicht, dass die Menschen in den Tempel strömen oder irgendwo rum sind, aber nur, dass während ich diese Stimmbotschaft äußere, dass Christus gesehen wird. Ich möchte nicht kirchlichen Pomp oder sonst etwas. Ich möchte nur, dass während ich meine Botschaft äußere, dass er nahe sei. Ich verlange nicht, dass die Menschen meinen Namen hochloben und preisen und verkündigen fern und nah. Aber wenn ich predige, dass die Menschen Gott finden mögen, ich suche auch keine herausragende Eigenschaft. Nein, ich möchte nur,
dass mein Heiland meiner sein und wir suchen keine besondere Anerkennung dieser Welt, aber dass der Herr unser ist und umgekehrt. Ich glaube, wir kommen mit demselben Anliegen und derselben Einstellung, dass wir einfach verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und zu werden wie er. Und wir wollen, dass diese Auferstehung stattfindet. Eine meiner Folien, die ich habe, ist ein Endzeitereignis. Jesus nach seiner Auferstehung war auf dem Weg nach Emmaus. Und da waren zwei Männer, die mit ihm gingen, vielleicht zwei Jünger oder zwei Apostel. Sie waren sehr traurig. Und er näherte sich ihnen und er sprach zu ihnen und sagte, warum seid ihr so traurig? Und er sagte, bist du der einzige Fremdlinge hier in Jerusalem? Und wisst ihr, ich persönlich, wenn ich in der Gemeinde bin, wenn mich etwas stört oder traurig oder mir Sorgen macht, ist, wenn Menschen traurig sind. Wisst ihr, als David ins Lager kam, da war eine nicht so leichte Atmosphäre im Kopf. Warum ist jeder so niedergeschlagen und Angst? Und gerade zu der Zeit kam Goliath und sagte, gib mir einen Mann. Und jeder ist zurückgewichen. Und David ist, was ist los? Wer ist dieser unbestimmte Philister, welcher die Gemeinden des lebendigen Gottes verhöhnt? Weil David wusste, dass der Same Abrahams die Tore des Feindes, die Pforten des Feindes in Besitz nehmen soll. Er hat nie etwas gesagt über, wie groß der Feind sein darf oder nicht. Nein, oder wie ausgeklügelt er ist. Nein, er sagte nur, wer ist dieser unbestimmte Philister? Und dachte so, ach, du bist... Er hatte eine Erfahrung auf der Rückseite der Wüste und das ist, was wir bedürfen. Eine persönliche Erfahrung. Na, warum seid ihr so betrübt? Und die Bibel sagt, und dann, Anfang bei Mose und den Propheten, fing er ihnen zu ihnen zu sprechen über die Dinge, die sich auf ihn bezogen. Wisst ihr nicht, dass der Christus alle diese Dinge erleiden musste? Und vielmal unter den Umständen vergessen wir, auf die Verheißung zu schauen. Wir vergessen, uns auf das Wort Gottes zu konzentrieren, zu fokussieren. Entweder werden die Umstände deinen Glauben lähmen oder dein Glaube wird die Umstände und die Dinge, in denen du dich wiederfindest, selbst lähmen. Darum heute Abend, ich mag diese Schriftstelle im Buch, im Petrusbrief, darum will ich nicht nachlässig sein, euch das wiederum ins Gedächtnis zu rufen, spricht über die Tugenden, auch wenn ihr sie kennt und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Nun, die Methodistengemeinde ist nicht in der gegenwärtigen Wahrheit, nicht die Pfingster und auch nicht die Baptisten. Aber die Botschaft der Stunde, das ist die gegenwärtige oder soll ich sagen, aktuelle Wahrheit. Und er sagte, ich muss euch erinnern. Und im Vers 36 sagt er, und ja, solange ich in diesem Zelt ist, finde ich es notwendig, eure lautere Gesinnung aufzustören, indem ich euch das daran erinnere, weil und ich tue dasselbe, weil ihr wisst diese Dinge, ich weiß, dass ihr darüber belehrt worden seid, aber wir sind menschliche Wesen und wir neigen dazu, Dinge zu vergessen. Und dann muss Gott wiederum kommen und uns wiederbeleben und uns erinnern. Und ich glaube, dazu sind wir hier und haben diese wunderbaren Botschaften gehört in dieser globalen Konferenz, welche ich glaube, dass sie fortfahren würde, wenn der Herr noch verziehen würde, dass es fortfährt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu gehen. Möge der Herr unseren Pastor Samuel segnen für die Inspiration und möge das einfach nur von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen, von einer Höhe zur nächsten. In solch einer Stunde mit so viel Verwirrung ist da immer noch eine Stimme. Trotz so vieler Stimmen von Popularität und Stimmen von Politik und Unterhaltung, da ist noch die Stimme Gottes. Und da ist auf die hört der Überwinder. Und es ist nicht nur das Wort, dass du das Wort hörst, aber du musst ein Teil aber sein, nicht nur jemand, der ein Zuschauer ist. Gott schaut aus nach einer Beziehung mit Männern und Frauen aus. Menschen, in deren Mitte er Vorherrschaft haben könnte. Nun lasst uns aufstehen für das Lesen des Wortes und wenn ihr eure Bibel habt, lasst uns lesen.
im Lukas-Evangelium und wir lesen das Thema, Leitthema dieser Konferenz, Lukas-Evangelium, Kapitel 14, Vers 17. Ich lese es aus der Schlachterbibel euch vor. Und es liest sich so, und er sandte seinen Knecht, nicht Knechte, seinen Knecht, Singular, Einzel, zur Stunde des Mahles, im Englischen würde es heißen beim Abendmahl, um den Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon alles bereit, oder es ist jetzt alles bereit. Wenn ihr Amen sagen könnt, hat jemand eine Not? Ihr könnt das dem Herrn anzeigen durch eine erhobene Hand. Er kann immer noch berührt werden durch das Gefühl unserer Schwachheiten. Und genau wie die Frau mit dem Blutfluss, sie hat ihre Hand ausgestreckt, während er vorbeiging, und hat ihn berührt. Und es brachte den Herrn zu einem Stillstand. Er hat angehalten und er hat gefragt, wer hat mich berührt? Und Petrus sagt aber, Herr, so viele Leute berühren dich und drängen dich. Und warum fragst du sowas? Und dann sagt der Petrus, du verstehst das nicht. Das ist eine besondere Berührung, weil ich habe gespürt, wie Tugendkraft von mir ausgegangen ist. Und wir können ihn in solch einer Weise berühren. Wir können den Herrn zu einem Stillstand bringen. Und er wird fragen, wer hat mich berührt? Freundlicher, lieber himmlischer Vater, wir sind ein bedürftiges Volk. Und genauso wie unsere Gesichter verschieden sind, haben wir auch verschiedene Nöte. Die hier sind, die auch online per Streaming den Gottesdienst folgen. Vielleicht haben sie Probleme mit einer Arbeit zu finden oder finanzielle Nöte oder sonstige. Aber du bist immer noch der Herr, der alle unseren Nöten Genüge tut. Na Jesus, wir möchten dich darum bitten. Meine Hand ist zu dir erhoben. Benutze einfach diese Lippen aus Ton und sprich oder aus Lehm und sprich von Mund zu Ohr, berühre uns hier einfach, und dass, wenn wir von hier gehen, dass die Zeugnisse zurückkommen, dass wir sagen können, unser Herr Jesus ist dasselbe gestern, heute und für immer. Und Vater, wir geben dir all den Preis und all die Herrlichkeit und die Ehre. Und Vater, du bist der Erste und der Letzte für uns. Und du bist der Liebliche, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und Vater, darum mögest du einfach nun kommen und dein Wort bestätigen in unserem Herzen. Herr Jesus, schwebe hinein. Weil du sagtest, du würdest in unserer Mitte sein, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Und darum beten wir in unserem Herzen, beten wir, dass diese Verheißung nun erfüllt wird. Und wir wissen, dein Wort wird nicht leer zu dir zurückkehren, sondern es wird den Zweck erfüllen, wozu du es ausgesandt hast. Segne nun diese Zusammenkunft. Und mögest du, Herr Jesus, von Herz zu Herz gehen und von jedem einzelnen Sitzplatz zum nächsten. Und große Dinge verbringst du deine Ehre. In dem Namen von Jesus Christus beten wir. Amen. Und die Gemeinde sagt Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Und ich mache mir aber nichts aus, wenn es steht. Und wisst ihr, manchmal Leute sagen, ihr sollt nicht so viel leer machen, der Herr ist nicht taub. Ja, stimmt. Aber der Herr ist auch nicht nervös. Also, im Himmel wird es 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche Lobpreis, Ehre und Macht und Ruhm sein. Und die Bibel sagt, als Johannes sich selber sah, er sagte, es war eine Zeit, da hieß, fragte der Engel, wer ist würdig, das Buch zu nehmen und die Siegel zu öffnen? Und man schaute im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, da war niemand würdig. Und Johannes war so traurig und niedergeschlagen, aber sagt eine Stimme zu ihm, weine nicht, Johannes, weil der Löwe aus dem Stamm Juda hat überwunden, und es würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen. Johannes drehte sich um, als der Älteste ihm das sagte, um den Löwen zu sehen, aber er sah einen Lamm. Und als er dann das geöffnete Buch sah, sah er ein Lamm wie geschlachtet mit einem geöffneten Buch, und er sagte, Ehre und Preis und Kraft, Macht und Ehre, und das mit Lautstärke, und das heißt, alle Erde und der Erde, unter der Erde hörten meinen Namen, hörten mich rufen. Nun, wir wissen, Römer 8, 28 sagt, und ich lese euch das auch vor, dass alle Dinge zum Besten dienen, denen, die Gott lieben. Denen, die zu seinem Namen, die nach seinem Namen vorherbestimmt sind.
Wir kennen das Lied, in den guten Tagen, in den schlechten Tagen oder schlechten Zeiten, preis seinen Namen. In allen Dingen gib dem Herrn immer den Preis. Nun, wir wissen, dass alle Dinge, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Nicht irgendwelchen Leuten berufen, aber nach dem Vorsatz berufen sind. Nach dem Vorsatz Gottes berufen sind. Wisst ihr, es gibt ein anderes Lied, es sagt, er zählt alle Sterne und erkennt meinen Namen. Er hat meinen Namen in das Lammesbuch des Lebens geschrieben. Bevor da ein Stern war, bevor da irgendein Sternstaub war oder ein Atom, hat er meinen Namen da in dieses Lammesbuch des Lebens geschrieben. Halleluja. Das heißt, ihr seid in dem Teil des Buches, welches nicht ausgelöscht werden kann. Halleluja. Deswegen, wenn die Stimme, wenn der Ruf ergeht, viele sind berufen, aber wenige auserwählt. Aber wir sind diejenigen, die berufen sind, gemäß seinem Vorsatz. Und wir wissen, dass der Zweck, der Vorsatz Gottes niemals aufgehoben werden kann. Epheser 1, Vers 4, 1, Vers 4 bis 5, und ich lese es euch vor. Entschuldigt mich einen Moment. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos seien, vor ihm in Liebe. Nun, er sagt, du hast nichts mit dir zu tun, mit wie du aussiehst in deiner Genetik, auch als dein Großvater oder Urgroßvater, insbesondere ihr Deutschen, nun im Weltkrieg waren, wenn die Kugeln auch um seinen Kopf herum geschwirrt sind, nichts konnte ihn töten, bevor dessen Sohn geboren wurde und deren Sohn geboren wurde, dass du vorkommen kannst. Und wenn Gott sich so um dich sorgen kann, Gott hat dich zur richtigen Zeit platziert und er hat ein Werk der Vorherbestimmung in dich hinein platziert, vor Grundlegung der Welt. Und wir sind viele im Meer des Lebens und gehen diesen Weg oder jenen Weg und wir haben Gottes Ziel widerstanden, aber an einem Tag hat Gott gesagt, jetzt reicht's. Und dann hat er angefangen, an der Angel, die Angel wieder reinzuziehen, die Angelschnur, und wir kamen rein. Darum lass los und lass Gott seinen Weg haben. Weil ob du es magst oder nicht, wirst du kommen. Du kannst kommen auf die leichte oder die harte Tour. Die Wahl liegt bei dir. Komm, denn alle Dinge sind bereit. Amen, Amen. Lese wiederum diese Schriftstelle. Damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Oh, Halleluja. Das sollte machen, dass ein Baptist sogar in die Zungen spricht. Er sagte in Petrus, dass er gab uns überaus große und kostbare Verheißungen, dass wir durch diese Teilhabe göttlicher Natur werden. Und dass wir, nachdem wir der Verderbnis, welche in der Welt ist, durch die Lust entflohen sind, darum macht eure Errettung und Erlösung sicher. Und eure Berufung sicher. Seht ihr? Oh mein. Nur in der Botschaft könnt ihr diese Dinge hören. Vorherbestimmung und Vorherwissen und Vorherbestimmung. Die er vorher bestimmt hat, hat er bereits gerufen, und die er gerufen hat, hat er auch gerechtfertigt, und die er gerechtfertigt hat, hat er auch bereits verherrlicht. Das heißt, da war ein Volk, das war gerufen. Aber es waren andere, die waren gerufen, aber sie waren nicht vorherbestimmt. Sie waren nicht vorherbestimmt, Teil dieser glorreichen Frau zu sein. Und er sagte, wer kann uns von der Liebe Gottes trennen? Und was sollen wir über diese Dinge sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Viele von euch gehen durch schwere Prüfungen, harte Zeiten von Zeit zu Zeit. Gehen wir zum Buch der Römer. Wenn ihr euch wirklich so spürt, als ob ihr komplett rausgeworfen werdet aus dem Ring, sagt er, da ist ab 8,1, da ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind, die nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach dem Geiste. Weil Gott ist ein Geist und die, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, wir wandeln nicht im Fleisch oder durch Sicht, sondern durch Glauben. Und Jeremia sagt, 29,11, ich kenne die Gedanken, die ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht
des Übels, nicht des Verderbens, um euch eine erwartete Hoffnung zu geben. Wisst ihr, ich bin bereit. Ist es in Ordnung, wenn ich meinen Sakko ausziehe? Weil wir sagen, man kann nicht mit einem Sakko arbeiten im Büro. Also, wie gesagt, ich will euch dieses erwartete Ende geben. Nun, eine erwartete Hoffnung. Nun, die Stunde ist weit vorangerückt. Es ist spät. Später, als ihr vielleicht denkt. Und Bruder Bam sagt oftmals, es ist später, als ihr denkt. Und er sagt zur Gemeinde, Gemeinde, kneift euch, kneift eure Gewissen und spielt nicht herum, sondern werdet ernst. Ihr müsst ein Überwinder sein. Ja, Prüfungen werden kommen, aber Gott wird dich niemals über dein Vermögen hinaus prüfen, aber wird dir immer mit jeder Prüfung auch einen Ausweg schaffen, dass du dem entkommen kannst. Und deswegen hat er jedes Mal gesagt, in jedem Zeitalter, dem Überwinde werde ich in meinen Tempel meines Gottes setzen. Dem werde ich einen weißen Stein geben. Dem Überwinder, dem, der überwindet, werde ich geben. Dem, der überwindet. Und immer wieder dem, der überwindet. Und insgesamt in diesem Jahr, da war etwas über die Nuklearwissenschaftler, von dem Bruder Branham gesprochen hat. Einstein war einer von diesen Leuten. Sie haben etwas verstanden und haben gesagt, die weltpolitischen, geopolitischen Ereignisse, die stattfinden, bedrohen die wahre, die tatsächliche Existenz der Menschheit. Und Bruder Bram spricht an vielen Stellen über diese, was wir im Englischen Doomsday Clock nennen, 3 Minuten vor Mitternacht. Über Weltkriege und sonstiges. Aber wisst ihr, im Januar dieses Jahres haben wir uns vorausbewegt zu 90 Sekunden vor Mitternacht. Nicht mehr 3 Minuten. Das ist die Hälfte der Zeit, die Bruder Branham gesehen hatte. Wir sind 90 Sekunden vor Mitternacht. Was denkt ihr, was wir jetzt haben? Es ist der Mitternachtsruf. Komm! Der Bräutigam kommt. Mach dich bereit. Sei sicher, dass du Öl hast. Nicht nur das Öl, das es brennt, aber extra Öl. Darum, mach deine Auserwählung und Berufung sicher. Weil wir wissen nicht, wann er kommt. Er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Deswegen müssen wir bereit sein zu jeder Zeit. Dass wir nicht unversehens überrascht werden von ihm. Deswegen haben wir diese Versammlung, um uns bereit zu machen. Alles, was die Gemeinde braucht, ist im Heiligen Geist erfunden. Die Bibel sagt, ihr werdet Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet mir Zeugen sein in Jerusalem und Judäa und in Samaria und bis an die Enden der Erde. Vielleicht heute kann ich sagen, an diesem Tag ist diese Schriftstelle erfüllt. Und während ich hier stelle, bin ich ein Zeuge davon, in Pakistan, in Afrika, in Brasilien und wo auch immer, in Südamerika. Und meine Stimme geht durch die Ätherwellen in die ganze Welt hinaus. Und wisst ihr, als Jesus mit den Jüngern wandelte, fing er an, bei Mose an, und den Propheten sprach über sich selber. An einem Tag, sagt die Bibel, Lukas 4, er ging in die Synagoge, wie es seine Gewohnheit war, und man gab ihm die Buchrolle. Und er fand die Stelle, wo es hieß, der Geist des Herrn ist auf mir. Und er hat mich gesagt, dass eine frohe Botschaft den Armen zu verkündigen, die der zerschlagenen Herzen sind, zu verbinden und so weiter. Und dann schloss er die Rolle und dann sagte er, in diesem Tag ist diese Schrift erfüllt. Nun, er hat Jesaja gelesen. Er ging niemals zu Jesaja, Kapitel 9, Vers 6. Er ist nicht mehr ein Baby. Weil jetzt weiß er, er fand die Stelle, sagt die Bibel. Er kennt die gegenwärtige Wahrheit. Er konnte sich selber sehen in der Fülle des Buches, in der Rolle des Buches. So wie es sagt in Hebräer, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Herr, zu tun. Was musst du tun, Bruder, Schwester? Du musst dich selber im Buch finden. Darum ist nun keine Verdammnis mehr. Es gibt keine Schriftstelle, die dich verurteilt. Die ganze Natur wartet und leidet Geburtswehen, bis die Söhne und Töchter Gottes manifestiert werden. Alle warten auf dein Bekenntnis. Darum, als David oder Josua oder die 10 Spione zurückkamen, Kundschafter kamen mit dem schlechten Bericht, da sagten sie zu ihnen, seid doch still, wir sind mehr als in der Lage, das Land einzunehmen. Die Bibel sagt, Gott sagt ihnen doch,
zu Mose und dann später zu Josua, wende dich nicht zur Linken noch zur Rechten von dem Buch des Gesetzes, sei nur stark und mutig, denn ich bin mit dir. Und dann sagt der Kaleb, ich bin 80 oder 85, gib mir meinen Berg, ich bin heute noch so stark, ein- und auszugehen. Und sagt, es ist ein Zeit der Riesen. Und dann schau dir den Kontrast an. Hier sind die Häupter der Stämme Israels. Sie sind geboren in Israel, beschnitten am achten Tag. Sie sind die Häupter der verschiedenen Stämme. Aber sie bringen einen schlechten Bericht über das Land zurück. Ja, es gibt Milch und Honig, aber es gibt Riesen im Land. Halleluja. Und was tun sie? Sie waren gelähmt durch das, was sie gesehen haben. Ja, aber als diese Tape Boys nach Jericho gingen, was haben sie dort vorgefunden? Die sagte, wir wissen. Rahab sagte, wir kennen euren Gott. Wir wissen, dass euer Gott der wahre Gott ist. Weil als die Menschen hörten, was dieser Gott den Menschen getan hat in diesem und jenem Land, und Israel nähert sich ihren Grenzen, da haben sie angefangen zu zittern. Ein Ungläubiger kann das Wort Gottes erkennen, aber da sind die Männer Gottes und sagen, nee, wir sind Grashüpfer. Aber dann kamen sie zurück und sie sagten, wir sind die Riesen und sie sind Grashüpfer. Und Bruder Branham erzählt die Geschichte von der Schwester, zu der der Teufel kam und sagte, buh, und die wurde immer kleiner, buh. Aber dann sagt Bruder Branham, er sagt ihr, wenn der Teufel wiederkommt, sagt buh. Und irgendwann mal sagt er, buh. Und sagt, buh, wenn der Teufel zu dir kommt, sagt, buh. Und sagt, ich bin ein Sohn Gottes. Ich bin mehr als ein Überwinder. Ich bin mehr als ein Eroberer. Amen. Nun, in der Botschaft, die Statur eines vollkommenen Menschen, sagt Bruder Branham, wir bauen keine Organisation. Ich bin nicht hier, um eine Organisation zu bauen. Christus hat mich niemals gesandt, eine Organisation zu bauen, sondern er sandte mich, Menschen zu bauen, Individuen zu der vollkommenen Mannesreife von Jesus Christus. Und er sagte so, oh, nur Jesus Christus ist vollkommen. Nein, Jesus sagte, seid darum vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Dann, weiter im Zitat, sagt Bruder Branham, damit sie ein Elektrizitätswerden und der Wohnort des Geistes durch sein Wort. Die Bibel sagt doch, ihr werdet Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Deswegen, Geschwister, du, lass mehr vom Geist in dich hineinkommen. Und deswegen, wann habe ich zum letzten Mal diese siegreichen Vibrationen des Himmels durch mich gespürt? Herr, sende diese Kraft in mich hinein und vereinige mich noch einmal mit dieser Kraft. So wie Simson noch einmal sagte, noch einmal, Herr. Halleluja. Und Bruder, Schwester, er ist mehr als bereit, uns mit seinem Geist nochmal zu erfüllen, durchfluten. Er möchte es in uns hineingießen. Er möchte uns zu dieser Elektrizität umspannwerk werden. Er sagte, euch, die ihr einst tot in Sünden und Übertretungen waren, hat er belebt. Und so wie der Bruder gesungen hat, ich spreche über die Neuheit des Lebens. Ich bin nicht länger das, was ich einmal war. Aber nun gebe ich meine Glieder hin als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Sollen wir denn sündigen, dass die Sünde, dass die Gnade noch herrlicher werde? Gott bewahre. Nein, wir geben es selber dem Herrn hin. Herr, komm und füll mich. Herr, nimm mich. Wie Maria sagte, Herr, mir geschehen nach einem Wort. Lass uns so ein Leben leben, dass Gott weiß, dich zu beleben. Halleluja. Gott sucht nach solchen Menschen. Amen. Dass sie das Umspannwerk werden und den Wohnort seines Geistes durch sein Wort. Durch sein Wort, den Menschen aufzubauen. Nicht eine Organisation aufzubauen hin zu einer größeren Denomination, aber das Individuum, den einzelnen Menschen zu Söhnen und Töchtern Gottes. Das ist der Hintergrundgedanke. Seht ihr? Wenn du dich selber siehst, dann vereinigst du dich und wirst du eins mit der Braut. Nun, in der Tat, die Endzeitbotschaft ist gekommen, um eine Braut vorzubereiten für die Entrückung. Das ist der Zweck der Botschaft.
Gott sandte einen Elia, dass er unsere Herzen umkehre zu dem Glauben der Väter, weil er wusste, dass die Vollkommenheit in diesem Zeitalter bedarf, dieses Zeitalter bedarf Vollkommenheit, nicht die anderen. Da waren noch Reformatoren und so weiter und jenes. Aber jetzt sind wir wiederum im Zeitalter der Fülle, beim Kommen des Herrn. Das heißt, die Vollkommenheit wird die Auferstehung auch in Gang setzen. Nun, in Afrika haben wir ein großes Problem. Bruder Nolan arbeitet für diese Firma. Bruder Nolan Dominic, der Pastor, der morgen predigen wird, er arbeitet für diese Firma. Und wir haben etwas, das nennt sich eben Load Shedding. Aber im Geistlichen gibt es kein Load Shedding. Das ist, wir werden euch das gleich erklären. Es hat etwas mit Elektrizität und Kraft zu tun und Verbindung. Menschen wollen verbunden sein. Manchmal reise ich und er kauft eine SIM-Karte und ihr seht, ihr habt keine Verbindung, ihr habt keinen Balken und ihr sucht herum und die Menschen wollen Kraft, aber bei Gott gibt es keine Drähte oder so. Bei dem, die Balken sind immer stark, weil die Verbindung zu Gott oder das Netzwerk bei Gott ist niemals überlastet, es funktioniert immer gut. Nun, die Bibel sagt, wenn der Geist von dessen, der Christus aus den Toten auferweckte, in euch wohnt. Nun, wenn du ein Besucher bist, er soll nicht ein Besucher sein, sondern immer in dir wohnen. Er muss bei dir wohnen. Nicht nur Mittwoch und Sonntag, aber permanent. Wenn der Geist dessen, der Christus aus dem Toten auferweckt hat, auch in euch wohnt, wird er auch eure sterblichen Leiber durch seinen in euch wohnenden Geist lebendig machen. Nun, ich habe dieses Problem, das wir in Südafrika haben, angeschaut, mit der Elektrizität, weil wir müssen wegen der Überlastung des Netzwerkes immer den Strom abschalten. Und wir haben etwas UPS, und das nennt sich ununterbrechbare Kraft, also Elektrizitätsversorgung. Was ist ein E-Netzwerk? Es ist ein verbundenes Netzwerk, um Elektrizität, also die Kraft, auszuliefern von einem Produzenten, das ist Gott, einem Generator in anderen Worten, den Gläubigen, den Konsumenten, den Gläubigen. Das bewegt sich. Es bewegt sich hier dahin und dorthin. Amen. Es besteht aus einem Generator, dem Heiligen Geist, welcher die Kraft hervorbringt. Und es geht durch die Hochspannungsverteilungslinien, Propheten, welche die Kraft von fernen Quellen herbringen. Das ist der fünffache Dienst. Und dann geht es zu Orten, wo dieser Strom nachgefragt wird, Gemeinden, und dann können die Konsumenten das dort abrufen. Nun, E-Netzwerke sind verschiedener Größen. Sie decken vielleicht ein Gebäude ab. Nationale Netzwerke können ein ganzes Land abdecken und transnationale können ganze Kontinente abdecken mit Strom. Heutzutage sind wir verbunden und spreche geistlich mit Strom, also mit dem Heiligen Geist. In Pakistan, in Indien, in verschiedenen Orten. Und da ist auch ein Team, welches hinter den Kulissen arbeitet, gerade jetzt, damit wir diese Versammlung haben können. Gott segne sie auch. Und Gott hat ein System, wie er Dinge tut. Und er tut immer alle auf dieselbe Weise. Nun, es ist in der Botschaft Gottes vorher bestimmter Weg. Er verändert seine Systeme, wie er Dinge tut, nicht. Er tut es immer auf dieselbe Weise. Wir ändern uns immer, weil wir endlich sind. Wir machen alle anderen Fehler und wir können uns verbessern und schlau werden. Aber Gott kann nicht schlau werden. Heutzutage haben wir die KI, künstliche Intelligenz, und die kann noch was. Die ist gut, die kann noch lernen, aber Gott kann nicht wachsen. Er ist alle Weisheit. Er ist die Quelle aller Weisheit. Er ist alle Kraft. Er ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend und er ist unendlich. Daher, wenn er etwas sagt, hänge deine Seele daran, weil es ist wahr. Das war aus Gottes vorher bestimmter Weg. Wenn er sagt, ich sende euch Elia, den Propheten, häng deine Seele daran. Warum sage ich das?
Gläubige an diesem Tag, was ist dieses Wort? Ein Wort ist ein Gedanke, der ausgedrückt wird. Das heißt, das Wort, das sind Gottes Gedanken über dich. Und dann wurden diese Gedanken ausgedrückt. Und die Bibel sagt, die heiligen Männer Gottes wurden bewegt, eingetrieben durch den Heiligen Geist. Und Gott gab ihnen Anweisungen, damit er alles Wort ist gut zur Belehrung, Anleitung und Unterweisung, damit der Mensch vollkommen gemacht wird, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Nun, ich kann euch vorstellen, dass Gott zu Jesaja sprach und er sagte, Jesaja, nimm deinen Stift. Ja, Herr. Er nimmt seine Feder und er fängt an zu schreiben. Eine Jungfrau soll schwanger werden. Entschuldigung, Herr. Eine Jungfrau soll schwanger werden. Ich denke nicht, dass er den Herrn in Frage gestellt hat. Es ist ja nicht Jesajas Aufgabe, das zustande zu bringen. Er soll das nur aufschreiben. Er ist nur ein Kanal. Gott wird das ausführen. Er muss es nur aufschreiben. Und zur festgesetzten Zeit, zur rechten Zeit, wird Gott sein Wort manifestieren. Der Gedanke wird ein manifestiertes Wort werden. Und er sagte dort vor Grundlegung der Welt, da ist meine Braut. Und er hat über uns gewacht, hat uns beschützt. Weil wir müssen zu einer Zeit kommen der Manifestation. Und wie ich mehrfach sagte, Gottes Wort wird nicht zu ihm leer zurückkehren oder fruchtlos zurückkehren, sondern ausführen, wozu er es gesandt hat. Nun, die Bibel sagt, viele Menschen haben verlangt zu sehen, was sie sehen und zu hören, was sie hörten. Und manchmal wird es uns so gewöhnlich für uns und wir sind so bequem für uns, das Natürliche. Wir werden so gewöhnt an das Wort Gottes, dass es für uns Gemeinplatz wird. Lass uns nicht so sein wie diese Israeliten. Halleluja. Aber lass uns schätzen, was Gott an unserem Tag getan hat. Amen. Nur in der Bibel. Wir leben an den letzten Tagen. In der Spitze der Pyramide, 18. Mai 60, Adoption Teil 2. Wir sind in den letzten Tagen am Spitze der Pyramide. Wir haben das Fischzeitalter überquert in das Krebszeitalter im Tierkreiszeichen, in das Kommen des Leo, des Löwens, in der Zeit des Schlusssteines, des abschließenden Steines und in den Tagen der Manifestation der Söhne Gottes. Ich glaube, es ist ein Volk im Land, nicht ein anderes Zeitalter, nicht ein anderer Botschafter, aber dieser Botschafter hat ein Volk in diesem Zeitalter, welche unter diesem Botschafter die schlussendliche Stimme werden. Nun, das Wort Apokalypsis oder Lupsis im Griechischen bedeutet enthüllen. Es ist eine Sache, eine Abfolge von Dingen, wo in der Dinge von dir sichtbar gemacht werden, offenbart werden, klar gemacht werden, beleuchtet, erleuchtet werden. Es ist wie eine Statue, die man anfertigt und die wird dann, bevor das für alle sichtbar wird, verhüllt mit einem großen Tuch. Aber wenn man es einmal enthüllt, dann war die Substanz ja, die Statue immer da. Die Enthüllung verändert nicht, was unter diesem Tuch war. Es zeigt nur, was unter dem Tuch ist. Diese Akt der Enthüllung. Stell dir vor, dein fertiger Leib steht gerade hier im Tabernakel. Die Gegenwart des Heiligen Geistes. Welches dein fertiger Zustand ist? Das sagt Bruder Branham in Fragen und Antworten, 3. Januar 54. Dein verherrlichter Leib steht gerade nahe bei dir, in Christus Jesus, um dir Stärke zu geben, dir Kraft zu verleihen. Wie eine Kraftaufwallung, die durch die Batterie geht. Der Heilige Geist ist in dir. Er soll deinen Leib aufladen, dich inspirieren und dir Kraft geben. Der Heilige Geist ist dir, um deinen Leib aufzuladen, um dir neue Stärke zu geben. Wenn du schwach wirst oder keine Kraft mehr hast, dann sagst du, Herr, ich komme zu dir zum Felsen, lad mich auf. Zitat sagt weiter, es ist hier, um dir Kraft zu geben, um dich zu heilen von der Krankheit, die du hast, um dich gesund zu machen. Und wir predigen, Bruder Bram sagt in der Botschaft Abraham, ich hatte einen alten Prediger, der vor einer Weile in meiner Gemeinde gepredigt hat. Sein Name war John Ryan und er geht hinauf, an einem Abend hat er ein bisschen gepredigt und dann hat er geschüttelt. Und dann rannte er zu mir, hat meine Hand geschüttelt und dann
Ich habe weiter gepredigt. Und einmal habe ich ihn gefragt, Bruder Ryan, warum tust du das? Er sagte, ich lade meine Batterie. Du sitzt dort und betest für mich. Und ich glaube, ihr habt für mich gebetet. Ihr habt für diese Versammlung gebetet. Manchmal wird ein Prediger sprach. Aber ihr seid dort, ihr betet und ihr ladet den Prediger auf. Manchmal müssen wir die Batterie wiederum aufladen. Oder lass mich so rum sagen, wir müssen den Akku aufladen. Und wenn also jemand echt schläft, dann ladet ihn auf. Oder wenn er merkt, dass dein Nachbar, Sitznachbar schläfrig wird, dann berühre ihn, gib ihm eine Aufladung. Also unsere Batterien müssen aufgeladen werden. Entschuldigt, dass er so schnell redet. Im Markus-Evangelium, es ist gut, dass wir einander aufladen. Da war ein Mann, welcher gelähmt war oder bettlägerig war, er konnte sich nicht helfen. Aber er hatte gute Freunde. Und sie hörten, dass Jesus im Haus war. Also brachten sie ihn zur Gemeinde. Du brauchst solche Freunde. Freunde, die zur Gemeinde bringen. Solche Freunde muss man haben. Amen. Und sie brachten ihn dahin und das Haus war voll gepackt mit Menschen. Und sie sagten, sie konnten ihn nicht zu Jesus bringen. Was sollen wir tun? Aber sie haben vor keinem Umstand aufgehört. Ich habe mich schon entschlossen und ich werde mich nicht umkehren. Ich werde nicht umdrehen. Ich werde nicht zurückgehen. Und es macht mir nichts aus, was die Herausforderung ist. Ich werde nicht zurückgehen. Ich habe nichts, wozu ich zurückgehen kann. Also dachten sie, vielleicht gehen wir hoch. Nein, ich kann mir vorstellen, sie sind in der Gemeinde, Jesus predigt und auf einmal höre ich ein Geräusch. Und auf einmal höre ich, wie der Staub herunterkommt und wie Ziegel herunterfallen. Und die Gläubigen fragen sich, ist das ein Erdbeben? Nein, da kommt ein Mensch von oben herab in einer Matte und festgehalten an vier Seilen. Und Jesus schaut ihn an und sagt, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und da waren einige Skeptiker in der Gemeinde und die sagten, wer denkt, dass er ist? Nur Gott kann Sünden vergeben. Und ich gebe ihnen recht. Nur Gott kann Sünden vergeben. Aber sie wussten halt nicht, dass er Gott war. Jehova aus dem Alten Testament. Jesus des Neuen Testamentes. Den Paulus später traf. Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus. Und dann sagt Jesus zu ihm, nun, nimm deine Matte auf und geh. Manchmal musst du etwas tun. Deswegen sagt er zum kranken Mann, nimm deine Matte auf und geh. Und trägt seine Matte über seinen Kopf, ein Bett über den Kopf und geht. Halleluja. Er kam zur Gemeinde, liegend auf dem Bett. Er musste hereingetragen werden. Aber nach dem Gottesdienst trug er das Bett heraus. Oh, Halleluja. Ihr werdet Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Amen und Amen. Ehre sei Gott. Wird das auslassen? In der Botschaft, ein Gefangener, sagt Jesus, oder Paul Branham, Entschuldigung, vielleicht kannst du nicht aufstehen. Und ich habe gehört einmal, da waren Menschen in Jamaika, sie haben Bruder Branham gehört. Entschuldigt, er redet zu schnell. Also, er sagte, er spricht über das, die Feuersäule, die über das Band kam, über das Tonbandgerät kam in Jamaika. Und wisst ihr, als dieses Bild in Houston, Texas aufgenommen wurde, das war auch der Tag, an dem man sprach von 90 Minuten, von 3 Minuten bis Mitternacht. Und egal, was die Menschen darum sagen, egal, was die Menschen darüber sagen, über das Feuersäulenbild oder nicht, ist ja zu spät. Nun, ich möchte was sagen über diesen Quell. Bruder Bremsch sagt, ich habe mich gefragt und habe eine Unterhaltung gehabt, warum sprudelst du so? Weil ich von dir trinke oder die Tiere von dir trinken oder wie auch immer? Nein, es ist ja die Kraft hinter mir, die das tut. Okay. Nachahmung des Christentums. Es ist dein Glaube, das Hervordrücken deines Glaubens, welches herausgeht wie ein großer Dynamo hier drin und bringt die Shekinah-Herrlichkeit Gottes herab, welches salbt
welches das Individuum selbst Glauben zu haben. Glauben kommt durch Hören und Hören durch das Wort. Manchmal werden wir gewöhnlich in der Botschaft und wir sagen, ach ja, ich bin in der Botschaft, ich trinke nicht, ich rauche nicht, aber Gott möchte, dass wir heiß sind, dass wir im Feuer sind. Gott will eine Gemeinde haben, die im Feuer ist für ihn. Er sagte, das ist das Hervordrücken des Glaubens. Geht heraus wie ein großer Dynamo hier und bringt die Kinderherrlichkeit Gottes herab. Das Einzige, was wir benötigen, sind ein oder zwei Leute, die die Kinderherrlichkeit Gottes herbringen. Nur zwei. Und das wird verursachen, dass die Kranken geheilt werden können. Und anstatt, dass wir, was man Toronto-Segen nannte, haben wir Ottawa-Segen, weil wir sind gerade in Ottawa. Und zu der Zeit wurden die Menschen gefüllt und sagen, es ist ja 9 Uhr und die Leute schon betrunken, wie am Tag zu Pfingsten. Nein, sagte nein, die Menschen sind nicht betrunken. Dies ist das, was gesprochen wurde von dem Propheten Joel. Ich werde meinen Geist ausgießen in den letzten Tagen auf alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden weissagen. Finde euch selbst dort drin. Eure Alten werden Träume träumen, eure Jungen werden Visionen sehen und ich werde meinen Geist ausgießen. Halleluja. Nun, wie auch immer, es bringt die Kinderherrlichkeit herab und es salbt das Individuum, um Glauben zu haben. Glauben kommt durch das Hören, Hören durch das Wort. Er spricht über die Lokomotive und es erinnert mich manchmal an einige Leute, wenn es so schnell wird und dann Dampf auch hervorstößt aus Kraft. Nun, es gibt Gläubige, erinnere ich mich, die haben eine Gemeinde, die haben eine schöne Struktur, aber es tut nicht viel. Bruder Bram sagt, in der Botschaft, es war nicht so vom Anfang an, 27. November, es erinnert mich an viele Menschen heute, die tun alle Arten von Werke, aber das ist es auch schon. Bruder Jack sagte heute Morgen, worüber Gemeinden, sie haben eine Struktur, aber da stimmt etwas nicht. Da kommt kein Dampf hervor, da ist keine Kraft dahinter. In der Botschaft der Messias, wenn der Heilige Geist das nicht bestätigt, dann sind irgendwelche Drähte falsch verkabelt. Ihr habt dort irgendwo ein Problem. Wenn ihr das Wort dort hinein verbunden bekommt zu dem Dynamo, diese große Sache, welche die Fülle von dem Strom hervordrückt, dann wird er einfach diesen kleinen Draht schon in Schwung bringen. Das stimmt. Erinnert euch, als wir in die Botschaft kamen, waren wir so enthusiastisch. Wir waren im Feuer. Wir haben allen über die Güte Gottes gesprochen. Ich liebe dich, Herr, weil deine Güte verlässt mich nicht. Und all meine Tage wurde ich von deiner Gnade gehalten, in deiner Hand gehalten. Die Güte Gottes. Amen. Und ihr sollt in einem Zustand sein, dass wir nicht mal still sein können über was der Herr Gottes an uns getan hat. Nun, wenn ihr das Wort nehmen könnt und es mit dem Dynamo verbinden könnt, es bedarf der Dynamik und Mechanik zusammen. Lass uns fliegen mit zwei Dynamiken. Wie das Lied sagt, fliege so hoch wie ein Adler hinauf in den Himmel. Du bist kein Huhn im Hühnerhof. Geh hinauf in die Höhen, weil da gehörst du hin, Bruder, Schwester. Nun, ich möchte gucken, dass ihr findet, wo es sagt, wenn ihr das nehmt und es das Wort mit dem wenn ihr das also hier hinauftut und nicht geschieht, dann habt ihr irgendwo einen Widerstand, etwas, was den Strom aufhält. Es ist etwas zerstört. Aber wenn ihr es gegen den Dynamo bekommt, dann wird der Strom durchkommen. Bruder Bram war einmal in einer Firma und man hat nach Firmenschluss hat man ein Elektromagnet durch die Firma geschickt und er hat alles Metall, in dem Fall Eisen, aufgenommen. Und er hat nicht Holzstücke oder alles andere, nur Eisen und Kobalt und Nickel hat er aufgenommen. Aber wisst ihr, manche, aber wir fühlen uns, sind wir auch nicht so. Wenn der Magnet kommt, wird er uns nehmen. Aber manche sind festgeschraubt. Und da muss der Heilige Geist kommen und uns freimachen.
wir sind vielleicht runtergeschraubt mit Dingen der Welt und so weiter, aber es braucht das Öl des Heiligen Geistes, um uns freizuschrauben, dass wir nicht irgendwo festhängen. Und ich weiß nicht, wie es hier ist, aber zu Hause hängen wir Dinge auf die Wäscheleine und am nächsten Morgen sind Tautropfen auf der Wäscheleine. Aber wenn die Sonne hervorkommt, dann seht ihr, wie sie Tautropfen sind, die tanzen. Und sie gehen zurück daher, wo sie herkamen, weil sie dann vertunsten. Sie gehen wieder dahin her, wo sie hingehören. Amen. Nun, egal wie Kupfer, das Kupferdraht ist, wenn er nicht Leben darin hat, ist er tot. Der Kupferdraht wird nichts tun. Der eine wurde vom Dynamo mit Energie versorgt, der andere hat gar keine Verbindung. Das stimmt. Das ist der Grund, warum es funktioniert in einem vorherbestimmten Gefäß. Das ist der Grund, dass es das Wort arbeiten wird, wo es verbunden ist. Glaubt ihr, dass ihr das seid? Werdet verbunden mit dem Wort. Werdet nicht von dem Laodicea-Zustand niedergedrückt oder irgendwo festgeschraubt. Nein, werdet verbunden mit dem Wort. Nun, entschuldigt, lass mich das ganz gut finden. In Weisheit kontra Glauben, sagt er. Verbunden wo? Mit einer Denomination? Nein, das ist eine Steckdose, wo es keine Kraft ist. Sie haben eine Form der Göttseligkeit, aber verleugnen die Kraft davon. Aber Gott ist gut, Gott ist real, er ist derselbe. Wenn Gott es für mich tun kann oder für diesen und jenen tun kann, kann es auch für dich tun. Aber was du tun musst, ist diese Elektrizität anzapfen und dein Leib wird diesem Bekenntnis gehorchen. Wie dieser Blinde, der in die Versammlung kam von Bruder Branham und er sagte zu dem Bruder, du bist geheilt. Und er kam wieder hinterher und sagte, ich kann nicht sehen. Und Bruder Branham sagte, du bist geheilt. Und er sagte ihm, sag, ich bin geheilt. Danke, Gott, ich bin geheilt. Und er sagte, und hat seine Einstellung verändert. Und dann ging er herum und sagte, extra, extra Blatt, blinder Mann kann wieder sehen, preis dem Herrn für meine Heilung. Und man brachte ihn zu dem Friseur und man machte sich über ihn lustig. Und er sagte, preis dem Herrn, ich kann sehen. Und seine Augen öffneten sich und er hatte noch den Rasierschaum um sich. Und er sprang aus dem Stuhl und rannte in die Straße, ich kann sehen, ich kann sehen. Nun, wir gehen zurück zu dem Zitat. Wie gesagt, Denominationen haben eine Form der Gottseligkeit, aber verleugnen die Kraft davon. Aber verbunden mit dem Wort, welches niemals vergehen kann, es wird dieselbe Kraft, die er hatte, hervorbringen. Da sind wir. Ehre. Amen. Amen. Gott ist gut. Weiter in Weisheit kontra Glauben. Lass das nun mal einsinken, Gemeinde. Kupferdraht ist ein Leiter. Nun, Aluminiumdraht ist kein Leiter. Seht ihr? Ist es nicht. Ein Gummischlauch ist kein Leiter. Es ist ein Widerstand. Holz ist auch ein Widerstand. Wir wollen aber keine Widerstände haben. Also etwas, was den Strom, in dem Fall die Elektronen einschränkt. Wir wollen etwas haben. Wisst ihr? Aber es gibt in der Botschaft Identifikation, Ausweise, sagt Bruder Branham. Da gibt es etwas an diesem Charakter. Ihr liebt es, in ihrer Gegenwart zu sein. Manche, sagt Bruder Branham, ihr schüttelt ihnen die Hände und dann geht ihr weiter. Aber andere wollt ihr bei ihnen bleiben. Und wir sagen das nicht aus Eitelkeit, aber sie haben einen wirklichen guten Geist und du willst bei ihnen sein und du willst einfach an ihnen lecken, so wie der Bär, der einfach voller Honig war, weil er halt den ganzen Honig in sein Gesicht bekommen. So sind manche Menschen, so wollen wir es sein. Aber es gibt manche Menschen, ihr liebt es, in ihrer Gegenseite zu sein, weil jede Person ist ein kleiner Dynamo in sich selbst. Das heißt, ihr generiert eine Art von Kraft. Ihr generiert eine Art von Gegenwart um euch herum. Und am Ende des Tages gibt es nur zwei Geister. Es ist entweder der Geist Gottes oder der antichristliche Geist. Und deswegen sagt die Bibel, was auch immer gut ist, was immer rein ist, was immer heilig ist, lass dein Leben voll der Lieblichkeit und der Milde von Christus sein. Das ist der Donner, welcher den Teufel erschüttert. Stellt euch vor, hier in Ottawa, hunderte Gelebte oder tausende Gelebte Stimmen.
Paragraph 42. Aber dann gibt es auch wiederum andere Menschen, noble Menschen, aber du bist immer froh, wenn du von ihnen wegkommst. Die haben immer so eine Atmosphäre um sich herum. Nichts gegen sie. Sie sind nette Menschen, aber du magst einfach nicht die Atmosphäre, die sie einfach verbreiten. Und ihr Charakter schafft, was sie sind. Und Bruder Bam sagt, es ist nicht länger ich, der ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wir sollten auch zu einem Ort kommen, wo die Menschen uns verwechseln mit Christus. Weil Bruder Bam hat uns gezeigt, was es bedeutet, Christus ähnlich zu sein. Weil Billy Paul sagte, eines der größten Zeugnisse war, du konntest nicht die Feinde von meinem Vater von seinen Freunden unterscheiden, an der Weise, wie er sie behandelt hat. Er war immer so lieblich. Halleluja. Also warum haben wir einen elektrischen Draht, wenn wir den Dynamo verwerfen? Seht ihr, er könnte keinen Strom bekommen, weil es ist einfach nur ein toter Draht. Das ist, was die Sache mit der Gemeinde ist. Wir haben all die Drähte da oben und drücken den Knopf, aber da ist kein Leben. Was wir tun müssen, ist verbunden zu werden. Das stimmt. Das ist, was wir machen müssen. Werde verbunden mit Christus. Unser Leben, unsere Emotionen, das Leben unserer Gesinnung, verbunden mit ihm. Werden verbunden mit ihm. Das war jetzt, die Welt fällt auseinander. 15. November. Wir wollen verbunden werden zu der Kraft der Auferstehung. Ich werde einige Dinge hier überspringen. Ich habe diese Folien euch nicht gegeben, der Technik, aber ich möchte es trotzdem lesen. Es ist wie der Mensch, der Geld hat in der Bank, aber er weiß nicht, wie man einen Scheck ausstellt. Und dann gibt es einen Menschen, der weiß, wie man einen Scheck ausstellt, aber er hat kein Geld. Und sagt er, wenn er die zwei zusammenbringt, wenn ihr einen Pfingstler und einen Fundamental zusammenbekommt und sie das Wort zusammenbringen mit dem Geist, sie können dann etwas einen Scheck auch einlösen und da wird es niemals unzureichende Deckung geben. Der Scheck wird immer gut sein. Erinnert euch an Hesekiel, da war ein Tal voller trockener Knochengebeine. Und der Herr kam zum Propheten und sagte, können diese Knochen leben? Und er sagte, Herr, du weißt es. Und er sagte, Menschensohn, prophezeie. Und er sagte so, es ist, da ist nichts, da drüben ist der Hüftknochen und da ist der Knochen, da drüben ist der Schädel und sonstige Knochen. Alles ist auseinander, es ist auseinander. Aber dann sprach er und er sagte, auf einmal kam ein Räuschen und ein Knacken. Und auf einmal kam der Schädel zum Halswirbel und der Halswirbel an die Schultern und auf einmal, da standen Menschen. Und er sah auf einmal, und da kamen sie Knie dahin, wo es hingehört, Kopf und auf einmal standen sie. Aber Gott hat nichts mit Skeletten zu tun. Und dann sagt der Menschensohn, weissage wiederum. Und dann kamen Sehnen über sie und Haut. Und er sagte, sie nehmen nicht gut. Sahen aus wie ein Haufen Zombies. Er sagt, nein, Halleluja. Wir wollen mehr haben. Wir wollen den Geist Gottes haben. Weissage. Und es wurde ein mächtiges, stehendes Heer, sagt die Bibel. Und prophezeie heute, mit der prophezeien heute über dich. Nun, es ist Vereinigungszeit. Was soll ich tun mit diesem Jesus genannt Christus? Es ist eine Vereinigungszeit mit Gott, von Gott seiner Braut. Und ich sage das mit Ehrfurcht und Respekt. Ich glaube, dass die Braut Christi gerufen ist. Man sagt Amen. Ich glaube, sie ist versiegelt in das Königreich Gottes. Ich glaube, dass die Dynamik hier ist. Sie warten auf die, ich glaube, dass die Mechanik hier ist. Sie warten auf die Dynamik, welche sie von dieser Welt in die Herrlichkeit hinwegnehmen wird, in einer Entrückung. Ich weiß nicht, ich will dort sein, will bereit sein, wenn es kommt. Ich will sein wie der Hiob im Alten Testament. Ich habe einmal gepredigt über das größte Kompliment jemals. Gott sprach, hast du meinen Knecht Hiob beobachtet? Da ist keiner wie ihm. Was für ein Kompliment, es kommt von Gott. Und zu ihm kamen Fürsten für Rat und so weiter und Dinge geschahen. Aber in all diesen Dingen hat Gott niemals falsch beurteilt. Er sagte, der Herr hat gegeben, der hat genommen. Und selbst wenn er mich umbringen würde, vertraue ich ihm. Und selbst in seinem
glücklichsten Moment, sagte Hiob, ich weiß, denn meine Augen haben ihn gesehen. Ich weiß, dass meine Blüte lebt. Und Gott weiß, wo dich zu finden. Er weiß, wo du bist. Denkst du, Gott, dass er von dir prahlen kann? Dass du auch eine Vision von Auferstehung haben kannst? Dass selbst wenn die Hautwürmer mein Fleisch zerstören, so werde ich doch ihn sehen. Ich habe eine Verheißung. Wir gehen zum Zitat. Es ist eine Vereinigungszeit für Gott und seine Braut auch. Und ich sage das mit Respekt und Ehrfurcht. Ich glaube, dass diese Braut gerufen ist. Nun, die Dynamik dieser Gemeinde wird eine Wiedererfüllung des Heiligen Geistes sein. Und das, was wir gesehen haben, in einem kleinen Maß, in einem geringen Maß, während der Schlussstand herabkommt, wie wir gehört haben heute Morgen, was ist die Entrückung der Stimme, Ruf und der und die Posaune? Die Entrückung ist ein Prozess, aber da ist ein Volk in diesem Land, Halleluja. Welche warten? Wenn das Haupt und der Leib eins werden, wird die volle Fülle der Kraft des Heiligen Geistes, wird sie auferheben, genauso ebenso die Toten, welche tot in Christus sind, seit Hunderten von Jahren, werden auferstehen in der Schönheit seiner Heiligkeit, oder die Bibel sagt, im heiligen Schmuck, und einen Flug nehmen in die Himmel. Und es ist egal, ob was für Auto ihr fahrt, nehmt ein Auto, egal welches ihr haben wollt, und ihr könnt es haben voller Benzin, und dann dreht ihr den Zündschlüssel um, aber wenn dann kein Funke überspringt, passiert nichts. Bis diese Gemeinde sowohl Dynamik und Mechanik wird und der Geist Gottes, welche ihn bewegte, das zu tun, 16, wenn er 16 Zylinder hat, so wird die Braut auch 16 Zylinder haben. Amen. Er sagt in Johannes 14, 12, der an mich glaubt, wird dieselben Werke tun, die ich auch getan habe. Ich werde ihm eine Ladung meiner Dynamik in seine Mechanik geben. Halleluja. So, dass die Welt das nicht, widerstehen kann. Und ich werde ihn wieder auferheben an dem letzten Tag. Das ist die Osterbotschaft, die Dynamik und Mechanik zusammen. Das ist die Mechanik mit der Dynamik zusammen. Wir können rufen und schreien, aber ohne den Funken würden wir noch hingehen. Im Aufgang der Sonne, sagt er. Nun, es wird sich nicht bewegen, egal wie gut die Mechanik ist, bis die Dynamik kommt. Nun, suche gerade die Stelle zu finden, die er gerade gelesen hat. Wenn die Dynamik kommt, dann ist das Feuer gemacht, um mit dem Oktan in dem Benzin zu entzünden. Nun, in Gottes vorherbereitetem Ort, 25. Mai. Martin Luther hatte Dynamik und Mechanik seines Tages. John Wesley hatte sie an seinem Tag und Pfingsten hatte sie für ihren Tag. Und was ist mit unserem Tag? Das ist eine andere Zeit. Die Gemeinde muss sie auch haben. Nun, wir sagen, Petrus und Johannes an ihrem Tag, sie hatten Dynamik und Mechanik gehabt. Und als man sie verhört hat, hat man gemerkt, sie waren bei Jesus. Silber und Gold habe ich nicht, als sie beim Tempel waren. Aber das, was ich habe, sie hatten etwas. Sie waren im Obersaal gewesen. Sie hatten Kraft bekommen. Ich habe gerade kein Scheckbuch und ich habe keine Kreditkarte für dich. Ich habe nicht diese Dinge für dich. Aber ich würde dir eine Ladung geben und einen Namen bei der Hand. Und dieser lahme Mann wurde sofort geheilt. Und als dann Gerücht herumgeht, oh, dieser Petrus, der ist im Feuer, der ist feurig, der ist gefährlich. Als sie dann, als Petrus und Johannes vorbeikamen, da hat man sie einfach dahin gelegt, so dass einfach nur der Schatten von Petrus sie berührt wurde. Und die Menschen wurden geheilt, einer nach dem anderen. Halleluja. Amen und Amen. Stimmt das? Nun in Adoption, Teil 3. Warten, Gott versucht seine Gemeinde in die Position zu bringen, um sich selbst zu manifestieren. Ist das nicht so? In diesen 8 Tagen versuchen wir das zu tun. Den einen zu bekommen, durch den er arbeiten kann an diesem Tag. Dass er sagt,
Hier ist der einer, den ich, mit dem ich arbeiten kann. Da fließt mein Geist frei. Hier ist es. Mit dem kann ich arbeiten. Und da ist noch ein anderer. Und noch ein anderer. Adoption, platzieren, manifestieren, ihn dahinzustellen und eine Zeremonie mit ihm veranstalten, ihn besuchen mit einem Engel, ihm etwas sagen. Nun, ich muss, ich weiß jetzt gar nicht, wo er ist. Nun, aber ich meine, ich spreche nicht, wir hatten vieles von jenes, aber ich meine die Manifestation von Söhnen Gottes. Wenn Gott ihn manifestiert und ihn hinaussendet, und wenn er hinausgeht und was er sagt, die Wahrheit ist, was er tut, ist die Wahrheit. Was er tut, er manifestiert Christus. Nun, wenn er gemäß der Welt sprechen würde, Entschuldigung, die Tore des Feindes in Besitz nehmen, in der Gemeinde des lebendigen Gottes liegt die Kraft, heute Morgen alle Krankheiten zu heilen. In der Kraft Gottes, in der Gemeinde des lebendigen Gottes liegt die Kraft, alle Versuchungen zu überwinden. Alle Hindernisse in deiner Versuchung zu überwinden. Die Bibel sagt, Gott wird dich nicht über das, was du bestehen oder ertragen kannst, versuchen. Aber er wird dir mit jeder Versuchung den Ausweg schaffen. Und sagte, in der Position der Gemeinde, also im Besitz der Gemeinde des lebendigen Gottes, an diesem Morgen liegt Kraft, Sünde zu verwandeln und hinwegzuwerfen, ohne Taufe des Heiligen Geistes zu empfangen. Und Gott ist kein Mensch, das er lügen würde. Sein Wort ist ja und Amen. Und er spricht darüber, ihr könnt die Taufe des Heiligen Geistes empfangen, in der Gemeinde des lebendigen Gottes, in der Gemeinde von Jesus Christus. Was auch immer ihr betet in meinem Namen, werde ich euch geben. Eine kleine Weile und die Welt, der nicht von neuem geborene Same, wird mich nicht mehr sehen. Aber ihr, die ihr von neuem belebt worden seid, ihr seid nahegebracht worden durch das Blut. Ihr seid nicht mehr Fremdlinge. Ihr seid keine Ausländer mehr sozusagen. Ihr seid nicht mehr Ausländer, aber ihr seid vom Haushalt Gottes. Und ihr seid gebaut auf die Grundlage der Apostel und der Propheten, wobei Jesus Christus selber der Eckstein ist. Und ihr seid aufgebaut, gemeinsam. Wir brauchen einander. Wir sind gemeinsam aufgebaut. Wir sind gebaut, um eine Behausung, eine Wohnstätte für den Geist zu werden. Halleluja. Gott wohnt nicht in einem von Menschenhänden gebauten Tempel. Er wohnt in einem vorbereiteten Ort. Seht ihr? Fügt hinzu zu eurem Glauben, Tugend, Erkenntnis und so weiter, wie Bruder Nolan das erwähnt hatte. Halleluja, was für eine Stunde, in der wir leben. Oh mein. Kraft, Sünde zu verwandeln und hinauszuwerfen. Nun, noch einmal, in der Gemeinde von Jesus Christus, was auch immer ihr verlangt in meinem Namen, wird euch gegeben werden. Aber ihr müsst verzweifelt werden und sagen, ihr müsst sagen, Herr Jesus, das ist meine Verantwortung. Dein Wort wird nicht zu dir leer zurückkehren. Jesus gibt uns ein Gleichnis und sagt, da war ein Mann, der ging zu seinem Nachbar und er klopfte bei an um Mitternacht. Und er sagte, es ist spät. Und der Nachbar sagte, bitte leih mir 3 Brötchen oder so, oder 3 Laibe Brot. Und er klopfte weiter, meine Kinder schlafen. Und er klopfte weiter. Und Jesus sagte, er gab ihm nicht Brot, weil er mit dem anderen befreundet war oder so. Nein, sondern wegen seiner Unverschämtheit. Ihr müsst so sein bei Gott. Ihr müsst zu Gott kommen und sagen, Herr, wenn du nicht kommst und mir den Heiligen Geist geben willst, dann wirst du meine Knochen hier finden. Herr, wie Buddy Robinson sagte, gib mir Kraft, dass ich den Teufel bekämpfen kann, bis ich sterbe. Und wenn ich keine Zähne mehr habe, dann werde ich ihn mit dem Zahnfleisch sozusagen verprügeln, bis er stirbt. Wisst ihr, ihr müsst solche Entschlossenheit haben. Bruder Paul predigt ungefähr 19 Mal von beharrlich sein. Wisst ihr, Bruder Paul sagt, die Bibel sagt, wer auch immer anklopft, dem wird geöffnet werden. Wer sucht, wird finden. Und so weiter. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und er sagt,
Jesus sagte, selbst wenn ihr der Böse seid, wisst, dass ihr eurem Kind, dass ihr euren Kindern, wenn sie um Brot bitten, keinen Stein geben wird oder keine Schlange. Dann, wie viel mal mehr wird unser himmlischer Vater denen den Heiligen Geist geben, die ihnen darum bitten, die danach rufen, die danach schreien, wie die Frau, die zu dem ungerechten Richter ging und sagte, die sagte, Richter, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und sagte, ich habe keinen Termin mit Ihnen, ich habe keinen Termin mit ihm, gehen Sie. Und am nächsten Tag war sie wieder da und sie sagte, oder Richter sagte, verstehst du nicht, dass du einen Termin mit mir eigentlich vereinbaren musst? Und er sagte so, ist mir egal, ich muss mit ihm sprechen. Aber du musst genauso mit Gott umgehen. Immer fortwährend kommen, immer wieder kommen. Herr, ich hab Schmerzen in meiner Schultern oder ich habe Rückenschmerzen. Ich bete, Herr, dass du mich hilfst, dass du mich heilst. Aber wenn du mir heute nicht Heilung gibst, dann komme ich morgen wieder. Und wenn du morgen mich nicht heißt, dann komme ich nächste Woche. Und wenn du mich nächste Woche nicht heißt, dann komme ich nächsten Monat wieder. Aber egal, ob du mir hilfst jetzt oder nicht, du hast gesagt, suche, so werdet ihr finden, bitte, so werdet ihr euch gewinnen. Du weißt, Herr, ich brauche einen Ehemann, du weißt, ich brauche eine Ehefrau. Herr, gib mir einen, und du fährst fort zu fragen, Herr Gott, gib mir, Herr Gott, hilf mir, Halleluja. Und Bruder Bram sagt, in einer abschließenden Bemerkung, und das ist absolut für euch, Leute. Das ist absolut notwendig, essentiell und notwendig. Und verpflichtend, dass ihr den Heiligen Geist bekommt. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr nicht in die Auferstehung hinaufkommen. Oh mein, in welcher Stunde leben wir? Oder man sagt, es ist essentiell. Es ist keine Option. Das ist nicht etwas schön, wenn man es hat. Es ist ein Muss. Gott hilf uns. Ihr müsst es haben, weil ohne den Heiligen Geist kommt ihr nirgendwo hin. Dann werdet ihr nirgendwo hingehen, also sprich in keine Entrückung. Und es ist etwas, was eure Aufmerksamkeit erregen soll, in euch einer schmerzlichen Weise. Es ist absolut essentiell, es ist absolut wichtig, es ist kritisch, es ist entscheidend, es ist keine optional. Nein, ihr müsst den Heiligen Geist empfangen. Bruder Bram sagt uns in der Patmos-Vision, fürchte dich nicht, Johannes. Fürchte dich nicht, keine Herde. Alles, was ich bin, dessen seid ihr Erbe. Meine ganze Macht gehört euch. Meine Allmacht ist deine, während ich in deiner Mitte stehe. Ich bin nicht gekommen, um Furcht und Versagen zu bringen oder Unvermögen, aber Liebe und Mut und Fähigkeit. Alle Kraft ist mir gegeben und sie ist eure zu gebrauchen. Ich spreche das Wort und ich werde es ausführen. Das ist mein Bund und er kann niemals versagen. Er wird niemals zu Boden fallen. Fürchte dich nicht, Johannes. Meine ganze Macht. Du bist ein Erbe davon. Du sprichst das Wort und ich werde es ausführen. Mein Ehemann und Ehefrau zusammen. Und ich sagte, in meinem Video der Vorstellung habe ich gesagt, alle Dinge sind bereit, lass das Feuer fallen. Und Bruder, das Feuer ist bereit zu fallen. Aber denke daran, in den Tagen von Noah, derselbe Regen, welcher Noah rettete, war derselbe Regen, welcher die Welt verdammte. Und nun, wir haben heute gehört über die glühende Hitze, wie die Erde brennen wird wie ein glühender Ofen und die Gerechten auf der Asche der Ungerechten, die Gott auf der Asche der Gottlosen wandeln würden. Die Bibel sagt auch, gedenkt Lots Frau. Und das wisst im Dienst des Menschensohnes, da war eine Leibesverwandlung. Abraham und Sarah erhielten einen neuen Leib. Damit sie ein Kind haben könnten, mussten ihre Leibe auch verwandelt werden. Wir brauchen einen neuen Leib und wir werden auch einen neuen Leib bedürfen, um in die Entrückung gehen zu können. Und wir glauben, dass dieser Leib verwandelt werden muss. Abraham und Sarah wurden verwandelt, aber auf der anderen Seite, ihr denkt an Lots Frau. Sie kommt aus Sodom heraus, sagt er. Wir sind vielleicht aus der Welt heraus, aber Sodom war nicht aus der Frau heraus. Und die Sodom darf nicht in uns sein. Wir müssen aus der Welt sein und die Dinge der Welt aus uns heraus. Trachtet zuerst nach dem
nach dem Königreich und Gottes und nach und seiner Gerechtigkeit. Und deswegen sagte Jesus: Gedenkt Lots Frau. Sie kam heraus, aber ihr Herz war immer noch dort. Und als sie sich umdrehte, verwandelte sie sich in eine Salzsäule. Da war also eine Leibesveränderung für Sarah und eine Leibesverwandlung für die Frau von Lot. Nun, für einen neuen Leib ist alles bereit. Alles ist bereit. Lass das Feuer fallen. Wir hatten eine besondere Serie von Versammlungen, Wort auf Wort, Vorschrift auf Vorschrift, hier ein bisschen, da ein bisschen. Aber es macht ist da, um uns bereit zu machen. Und alles, was wir nun sagen können, ist: Herr, sende das Feuer. Herr, sende deine Kraft herab, sende das Feuer auf uns herab und taufe uns. Ist das euer Herzensverlangen? Seid ihr bereit? Ihr habt ein Fenster, ein Zeitfenster der Gelegenheit. Was möchtet ihr tun? Nehmt es für eure ewige Bestimmung. Im Fernsehen gibt es manchmal die Werbung, zum Beispiel: Ihr habt 30 Minuten Zeit, um diese Entscheidung zu treffen, und danach ist schließlich das Fenster. Zum Beispiel: Kauft eins, bekommt zwei umsonst oder so. Das zweite umsonst, im Fall. Und seid nicht wie der reiche Jüngling, welcher zu Jesus kam und fragte: Was muss ich tun, um gerettet zu werden oder ewiges Leben zu haben? Ja, du sollst die Gebote halten. Und er sagt: Ich habe all die Gebote gehalten seit meiner Jugend. Ja, er ging zur Gemeinde, war junger, freundlicher Mann. Aber er sagte dann: Verkaufe alles, was du hast, und folge mir nach. Und er war traurig und er ging weg und das Leben ging weiter und er hat Erfolg. Und er sagte: Oh mein, ich werde noch eine neue Scheune einbauen. Und dann sagte die Stimme: Das heute Nacht wird deine Seele von dir gefordert. Er hatte die richtige Frage gestellt. Er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Hat die richtige Person die richtige Frage gestellt. Hat die richtige Antwort bekommen, aber hat falsch gehandelt hinterher. Vielleicht wollen wir unsere Augen schließen und sagen: Herr Gott, das sind Dinge in meinem Leben. Sende das Feuer noch einmal auf mich. Noch einmal lass mich sterben mit meinem Feind. Ich möchte mich ausstrecken. Ich möchte von hier hinausgehen mit einer Neuerfüllung des Geistes. Halleluja. Die Versammlungen waren hier, um die Gemeinde vorzubereiten, bereit zu machen für die Entrückung. Ich möchte entrückungsreif, entrückungsbereit sein. Ich möchte jedes Gewicht und jede Beschwernis zur Seite legen. Herr, ich erkenne, dass ich geboren wurde für eine Stunde wie diese. Und wenn nicht wir, dann wer? Und wenn nicht hier, dann wo? Wollt ihr vielleicht eure Augen schließen und sagen: Hier bin ich, Herr Jesus. Komm hier, Herr Jesus. Noch einmal berühre mich, Herr. Fühl mich, Herr. Möge ich von dir noch einmal die Vibrationen des Himmels spüren. Herr Jesus, bewege mich, Geist Gottes, bewege dich in meinem Leben. Erfüll mein ganzes Leben, Herr. Ich liefere mich selbst dir aus. Ist das euer Verlangen? Wenn dem so ist, erheb doch deine Hand und sag: Herr, hier bin ich. Amen. Geh nicht an mir vorbei. Himmlischer Vater, wir sind so dankbar, Jesus, dass wir Teil dieser großartigen Woche sein durften. Diesen wunderbaren Erinnerungen, Herr, von dem, was du von deiner Gemeinde empfängst. Du hast alles vorbereitet und nun ist es eine Verpflichtung der Gemeinde selber zu schauen, dass sie bereit wird. Vergib uns für unsere Sünden des Übertretens und auch der Sünden der Dinge, die wir nicht getan haben, die wir hätten tun sollen. Herr Jesus, vergib uns, wo wir keinen Eifer hatten, dir zu dienen. Aber mögen wir nun versiegelt sein, Herr Jesus, täglich, Herr. Mögen diese Dinge auch tief in unseren Herzen einversiegelt werden. Entschuldigung. Herr Jesus, segne unseren Pastor und die verschiedenen Gemeinden und diejenigen, die mit ihm gearbeitet haben, die verschiedenen Gemeinden, die gekommen sind, viele Kilometer gefahren sind, um hier zu sein. Ich bitte dich, dass du sie alle belohnst, Herr Jesus. Und mögest du ihnen, Herr Jesus, deine Gunst ihnen erweisen und mögen sie von dir einfach empfangen. Und wie ein Prophet einmal sagte: Füll diese Gefäße, Herr. Während wir hier sind, wir gehen hinüber, Herr Jesus, und hier sind wir noch einmal, gebe uns dir neu
Erfülle diese Gefäße, oh Gott. Mögen wir, Herr Jesus, spüren den Felsen unter dem Felsen, dein Programm, oh Gott. Und wir wollen dir auch allen Preis und alle Herrlichkeit geben. In dem Namen von Jesus Christus segne die, die zuhören, die, die zuschauen, die Musiker, die Dolmetscher, die hier sind, die Online-Zuhörerschaft. Segne, Herr Jesus, die einfach zu Hause sind. Mögen sie dieselbe Kraft auch verspüren, dass da kein Unterschied ist in der Kraft, dass sie keine Distanz verspüren, sondern dass es also wirklich eine rundum verbundene Ladung des Heiligen Geistes ist, die um die Welt herum geht. Segne jeden Einzelnen. In dem Namen unseres Herrn Jesus Christus beten wir. Amen. Gott segne euch alle reichlich. Was du sagen willst? How many love the Lord Jesus? Well, let's rise up on our feet. Wie viele lieben den Herrn Jesus? Lass uns aufstehen. If you can go to keep Ehre sei Gott. Amen. Dedo. Wonderful, merciful Savior. Isn't he wonderful? Wonderful. Ist er nicht gnädig?
Viele Dinge wurden gesagt heute Abend, mächtige Dinge wurden auch ausgesprochen. Große Dinge wurden gesagt, mächtige Dinge wurden gesagt. Und ich glaube in meinem ganzen Herzen, dass die Stunde gekommen ist, dass die wahren Söhne und Töchter Gottes auch offenbar werden müssen. Halleluja. Wie viele glauben das? Und es wird dich und mich benötigen, dass wir wiederum verbunden werden mit dem großen Dynamo, der Heilige Geist, welcher kommt durch das Wort. Amen. Dann wird die Kraft Gottes auch wiederum sich neu entladen unter uns. Ich denke, manchmal bekommen wir einen Griff auf die Salbung und viele Dinge kommen dann wiederum gegen die Salbung. Es ist wie ein Wagen, wenn er fährt und mit Öl betrieben wird oder Benzin. Nach einiger Zeit wird das Getriebe schmutzig etc. Und dann sagt, wird der Wagen schmutzig. Und dann, wie die Bibel sagt, wie du mein Horn salbst mit Öl, dann werde ich auch hüpfen wie ein Hirsch, junger Hirsch. Und ich denke, heute haben wir eine Gelegenheit, uns wiederum zu verbinden mit dem Dynamo, um eine Berührung vom Heiligen Geist zu empfangen. Ich denke, das ist, was wir benötigen. Eine Wiederverbindung mit dem Geist Gottes. Und wir bitten, dass der Herr sich mächtig unter uns manifestiert, weil der Herr Jesus wird verherrlicht, wenn wir viel Frucht bringen. Darum lass uns unser Herzen beugen für einen Moment, während wir das Lied noch einmal singen. Jeder soll ein Gebet der Weihe bieten. Ich sehe, wo ich zu kurz gekommen bin. Ich sehe, wo die Welt in mein Leben hineingekrochen ist und es hat gehindert und es hat auch gegeben, dass es eine falsche Ladung gab und ich möchte mich wieder verbinden mit der Kraftquelle und dass ich die Kraft Gottes spüren kann und sehe, wie das Wort Gottes in meinem Leben manifestiert wird. Halleluja. Lass uns einen Moment beten. Alpha and Omega, just project that song. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh, you are Alpha, hallelujah, and Omega. Raise up your hands to Jesus. We worship you. Hebt eure Hände zum Herrn Jesus. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. From the beginning, you are Alpha. Oh, you are Alpha. You are Alpha. Oh, and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy. To be praised. Hallelujah. Oh, we give.
worship you alone. You are worthy to be praised. Say, Lord, I stretch my hand to you, touch me by the power of God. Oh, you. Sagt, Herr, ich strecke meine Hand aus. Herr, berühre mich durch deine Kraft. You are a friend, Omega. We worship you alone. Oh, you are worthy to be praised. Raise up your hands to Jesus. We give you all. Erhebt eure Hände zum Herrn Jesus. Jeder von uns soll beten. Gebet verändert Dinge. Und es ist eine Salbung im Gebäude. Gebet wird Dinge verändern. Halleluja. Jeder von uns, jeder einzelne von uns, beugt eure Hände und betet. Gebet wird eure Situation verändern. Mach mich wiederum überführt und bring mich wiederum zurück in Gemeinschaft mit Gott. Wenn da Sünde ist in meinem Leben, welche mich aufgehalten hat, gehindert, hilf mir, dass ich diese Sündenbarriere durchbrechen kann und dass ich zu der Quelle komme, wo der Dynamo sitzt. Halleluja. Oh Gott. To that cross where thou hast done. Oh, draw me near. Pray. Prayer will change your situation tonight. Oh, to thy prayer. Bete. Dein Gebet wird deine Situation heute Abend verändern.
some gain. Me every day, but still I pray. Till heaven, Lord, plant my feet on higher ground. Hallelujah. Lord, lift me up and let me stand. Faith on hell is stable land. A higher plane than I have found. Don't plant my feet on higher. My heart has no desire to stay where doubts are right. Oh yes, and fierce dismay. Though some may dwell where this abound, my prayer, my aim is on your ground. Raise up, Lord, lift me up, Lord, lift me and let me stand. My faith on heaven, been stable. Hallelujah, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher. All things are ready now. I want to scale. Alle Dinge sind jetzt bereit. And catch a glimpse. Oh yes, all glory bright. But still I pray till heaven I found. My happily I feel too higher. Stand by faith on him. Be stable, amen. A higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Hallelujah. Somebody give thanks and praise to Jesus Christ, who alone is worthy of praise, he who is present. Halleluja! Jemand soll dem Herrn Jesus Christus Dank und Preis geben. Er ist unter uns, er ist gegenwärtig durch seinen Heiligen Geist, mittels der Offenbarung seines Wortes. Er ist würdig des Lobpreises und der Anbetung. Ehre sei Gott! Halleluja! Oh, Bruder, Schwester, mach das nicht, dass du dich fühlst, dass du rufen und jubeln willst und tanzen willst vor dem Geiste Gottes. Betet nach mir, sagt: Unser Vater, welcher ist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Königreich komme, dein Wille geschehe auf Erden, wie es im Himmel ist. Unser tägliches Brot gib uns heute und führe uns nicht, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Ehre und Herrlichkeit, Herrlichkeit. Amen. Ehre sei Jesus Christus. Ich möchte Pastor David Gonsalves für solch eine erstaunliche, das Wort, das so gekommen ist,
Denkt daran, morgen ist der letzte Gottesdienst und wir werden uns in der Gemeinde wieder treffen, um 16 Uhr deutscher Zeit. Kommt mit einem Lächeln, kommt mit dem Feuer Gottes in eurem Herzen, kommt bereits gesalbt durch den Geist Gottes, kommt und lasst das Feuer Gottes auf euch zu fallen. Schaut, alle Dinge sind jetzt bereit. Ich werde morgen etwas mit euch teilen über dieses Thema, welches der Herr uns gab und war gnädig mit uns, weil er liebt uns. Gott liebt euch. Amen. Und Gott will, dass seine Braut bereit ist. Amen. Und wir müssen einander helfen, dass wir bereit werden. Wenn ihr seht, dass euer Bruder vielleicht hin und her hinkt, dann helf ihm auf. Mach dir keine Sorgen, was er macht oder getan hat in der Vergangenheit, sondern schau zur Herrlichkeit Gottes aus, welche in deinem Bruder und deiner Schwester offenbart werden wird. Und betet füreinander. Und indem ihr das tut, erfüllt ihr den Zweck von Christus. Amen. Liebt ihr den Herrn Jesus? Gut, wir werden unten nochmal einen Empfang haben. Erst haben wir vorbereitet und so weiter. Sprecht mit jemandem. Liebt einander. Liebt Gott. Müsst ihr einander morgen um 16 Uhr nochmal treffen. Ich will die Pastorin online noch grüßen. Danke. Und bitte ertragt mich, während ich noch das mache. Brother, sister, doesn't that make you feel good? If you can just spotlight them for us. Macht es dich nicht, dass du gut fühlst, wenn du dir diese Geschwister zeigen könnt? Pastor B.P. Mishra ist da, möchte ich grüßen. Pastor Kujo, Pastor Daniel Pastors aus Ghana, stimmt das? Ich sehe Pastor Akram Roshan aus Indien. Ich sehe Pastor Lulus Kujo, Pastor Evans Kumado ist da. Und Pastor Rajendra Kucho ist da. Und unser Hilfspastor Josué Torres ist da. Amen. Evangelist Morten Mapiri ist da. Pastor Joshua Matanji. Und Pastor Evangelist Philip Tambe und den anderen Evangelisten. Wasim Akram, Pastor Aizel Koka ist da. Pastor Nolan Dominic ist da, Apostel McLaughlin Isaacson, Pastor Prinz Bioka, Pastor José García, André Petit, Bruder Seth Dubois, wer ein Prediger ist, Pastor Ron Milevo und Pastor González, Gott segne euch alle. Und die Länder, die hier repräsentiert sind, wollen wir auch würdigen. Indien, Brasilien, Frankreich, Ghana, Kenia, Luxemburg, Pakistan, Südafrika, Venezuela und Geschwister aus Kanada sind auch da. Einige Gemeinden, die Großgemeinde in Pakistan, Adlerküken-Gemeinschaft in Indien und Katout-Dorfgemeinde in Indien, Bruder Pierre, Bruder Morten, Bruder Raphael, Bruder Joseph, Bruder Wycliffe Zero, Pastor Joshua, unser Freund Azel, möge Gott jeden Einzelnen von euch segnen, in der Braut Jesu Christi. Das sind viele, die auch nicht erwähnt wurden, und wir sind, dass sie da sind und sie hören zu. Gott segne sie alle mit allen Segnungen von Golgatha. Das ist mein Gebet. Lass uns dieses Lied noch einmal singen. Und dann wollen wir uns entlassen. Lord, my feet on high, Yahweh. The Lord bless you, we are dismissed. God, lift me. Rise up on our feet. Der Herr segne euch alle. Wir sind entlassen. Lass uns aufstehen. Keep you.
Der Herr segne euch und bewahre dich. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und gebe euch seinen Frieden. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch. Möge sein Frieden und seine Herrlichkeit über euch sein, in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr seid entlassen und ich werde euch im Keller unten nochmal sehen. Gott segne euch, danke für alles. Grüße an, wir danken auch dem Team für das Streaming. Wir sehen, habt Gemeinschaft, wir sehen euch im Keller.